Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast. Wir wollen uns heute mal wieder einem Finanzgrundlagenthema widmen, wenn man das so sagen kann. Hin und wieder ist der Begriff auch schon in unserem Podcast gefallen. Also vielleicht sagt euch das sogar noch was, zum Beispiel als wir uns über das Thema Sparpläne unterhalten haben. Die Rede ist nämlich vom Zinseszins. Und wir wollen uns anschauen, was genau ist das, wie könnt ihr ihn für euch nutzen und welche Faktoren beeinflussen ihn. Das erklärt euch auch heute wieder meine Kollegin, DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist. Hallo Tanja, ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen. Gabriele, über Zinsen haben wir ja schon ganz oft gesprochen und über den Zinseszins eher nur so am Rande. Aber bevor wir einsteigen, ist es vielleicht wichtig, nochmal zu wiederholen, was genau denn Zinsen überhaupt sind. Und Tanja, darüber können wir jetzt ja erst recht wieder reden, weil die Zinsen wieder da sind. Wir sind ja wieder in der Welt mit Zinsen, nicht wie die langen Jahre ohne Zinsen. Das stimmt. Und dann jetzt nochmal zur Wiederholung. Was sind Zinsen? Ich kann da von verschiedenen Seiten das Ganze anschauen als Volkswirtin. Ich würde zuerst mal sagen, Zinsen sind der Preis für Kapital. Kapital, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, das ist das Ersparte. Also wenn ich Geld zur Verfügung habe und ich gebe es nicht aus für Konsum, obwohl das natürlich immer schön ist, Geld jetzt auszugeben, sondern hebe es auf, dann ist Kapital ja was Knappes, weil Menschen auf Konsum verzichten. So praktisch auch das Thema, ich verzichte in der Gegenwart, konsumiere dann erst in der Zukunft, leihe so lange dem anderen mein Kapital aus und diese Entschädigung für den Verzicht, das ist der Zins. Also im Prinzip dann auch, was sagen wir da immer dazu, das ist so eine Art Bepreisung von der Gegenwartspräferenz. Aber das ist dann schon tiefste Volkswirtschaft. Zum Zweiten kann man es aber auch noch sagen, es gibt ja immer Inflation. Auch die ist ja wieder zurück, die Inflation. Also das heißt, wenn ich jemandem mein Geld zur Verfügung stelle und darauf verzichte und ich bekomme es dann irgendwann nach 10 Jahren oder so wieder zurück oder nach 20, 30 Jahren, dann will ich ja zumindest die Inflation ausgeglichen haben, damit ich die Kaufkraft von meinem Geld erhalten habe. Also Zins unter anderem dann auch als Ausgleich für die Inflation. Und zum Letzten, das dürfen wir auch nicht vergessen, also sagen wir mal, Tanja, du leihst mir Geld aus, dann kannst du ja nie so sicher sein, ob ich dir wirklich das Geld zurückgebe oder ob ich es dir zumindest auch mit allen Zinsen zurückgebe, weil kann ja sein, ich habe dann am Ende nicht so viel Geld. Und das ist ein Risiko. Und dann ist der Zins auch ein Preis für das Risiko, das ich eingehe. Also gerade wenn man beispielsweise in einem Land wie Argentinien Geld ausleiht, weiß man nie so richtig, ob man das zurückkriegt oder nicht. Oder von irgendwelchen hochriskanten Unternehmen. Und da möchte ich dann natürlich auch einen höheren Zins haben, weil ich ein höheres Risiko eingehe. Sodass wir jetzt also praktisch mehrere Erklärungen für den Zins haben und damit auch wissen, es ist gut, dass es Zinsen gibt. Und vielleicht auch noch was dazu. Die Höhe des Zinses ist immer davon abhängig, wie viel Kapitalersparnis ist gerade verfügbar. Also wenn viel da ist, dann ist der Zins niedrig. Wenn Kapital knapp ist, dann ist der Zins hoch. Der Preis von einem knappen Gut ist immer höher. Und der Zins ist immer auch abhängig davon, wie hoch gerade die Inflation ist und wie hoch das Risiko von dem Schuldner ist. Und dann ist jetzt natürlich ganz spannend, weil der Begriff ist sich ja super ähnlich. Worin liegt der Unterschied zum Zinseszins? Der Zinseszins, das ist gewissermaßen verdoppelter Zins. Also wenn ich Geld anlege, wenn ich auf dem Sparbuch beispielsweise Geld anlege und ich nehme die Zinsen, die jährlichen Zinsen nicht raus, sondern ich lasse sie liegen. Und kriege dann nach 1, 2, 3 Jahren auch auf diese Zinsen dann wieder Zinsen. Dann ist das ein Effekt, dass ich nicht nur für das Ersparte, sondern auch noch für die Erträge Zinsen kriege. Und das wird im Lauf dann, bei den Erträgen wird das immer mehr. Und dieses immer mehr und immer mehr, da spricht man dann auch von exponentiellem Wachstum. Gabriele, das erinnert mich jetzt an ein Fach in der Schule, das ich nicht so richtig gerne mochte. Ich weiß auch nicht, wie ich trotzdem in der Bank gelandet bin, aber in Mathe hatten wir sowas auch mal. Kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären? Und Tanja, wenn du sagst, du hast Mathe nicht so sehr gemocht, mochtest du Bio vielleicht lieber? Ich mochte Bio lieber, aber ich glaube, bei Mathe war auch das Thema, es ging nicht immer um Geld, weil sobald es dann um Geld geht, das uns auch wirklich persönlich betrifft, dann später im Studium, da ging es auf einmal viel leichter von der Hand.
Das stimmt halt. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn man bedenkt, dass Mathe viel mit Geld zu tun hat, wird Mathe vielleicht auch wieder spannender in der Schule. Naja, aber ich mache dann trotzdem noch mal kurz einen Ausflug in die Biologie, raus aus der Finanzwelt. Da hat man ja, in Bio hat man ja irgendwann mal auch über Zellteilung geredet. Also wenn aus einer Zelle 2 werden und dann 4 und so alle paar Tage haben sich die Zellen verdoppelt. Und das ist am Anfang ja noch relativ harmlos. Da hat man doch auch in der Petrischale immer irgendwie so eine Zellsammlung und das wird dann aus wenig, wird ein bisschen mehr und ein bisschen mehr. Und plötzlich, wenn das mal eine bestimmte Größe hat, dann sieht man beim Wachstum, kann man da täglich zuschauen. Das ist Wahnsinn. Also wenn man sich das darin als Beispiel dann mal anschaut. Oder es gibt da noch so ein schönes Beispiel von einem Seerosenteich. Das war, glaube ich, früher sogar mal eine Scherzfrage. Also es gibt einen See, da wächst eine Seerose und man beobachtet, die Fläche, die die Seerose auf dem See einnimmt, die verdoppelt sich von Tag zu Tag. Da ist am Anfang also so ein Blättchen und dann sind es am nächsten Tag sind es 2 Blätter und es wird immer mehr doppelt so viel und doppelt so viel. Nach 76 Tagen ist die Seerose so groß, dass sie den halben See bedeckt. Und da ist dann die Frage, die Scherzfrage, Tanja, an dich. Wie lange braucht's denn, also 76 Tage, halber See voll, wie lange braucht's dann, bis die Seerose den ganzen See bedeckt? Also die Geschichte kenne ich tatsächlich nicht, Gabriele. Ich glaube, man möchte die Leute gerne reinlegen, indem sie sagen, nochmal 76 Tage. Aber das ist nicht die richtige Antwort. Da hast du recht, sondern was ist die richtige Antwort, Tanja? Wahrscheinlich ein Tag, oder? Ja, genau. Super. Also dich kann man mit Scherzfragen irgendwie dann doch nicht so richtig reinlegen. Aber genau, es geht dann wirklich nur noch einen Tag von halber See bedeckt auf ganzer See bedeckt. Und ich finde das total beeindruckend. Und das zeigt uns, was exponentielles Wachstum ist. Und das wünschen wir uns natürlich für unser Geld auch. Ja, genau. Und jetzt muss ich natürlich sagen, also beim Zinseszinseffekt, da reden wir jetzt nicht über tägliche Verdopplung vom Vermögen. Das wäre zwar schön, aber ist auch. Das wäre sehr schön, aber dann müssten wir auch alle nicht mehr arbeiten. Ja, genau. Aber dann würde die Welt sich auch irgendwie ein bisschen anders drehen. Naja, schöne Illusion. Aber das wäre ja dann tägliche Verdopplung, wäre wirklich ein täglicher Zins von 100%. Das gibt's in unserer Welt nicht, zum Glück nicht. Aber wenn wir schon ganz realistisch von Zinsen reden, jährlichen Zinsen von 2 oder 3%, dann ist das auch schon mal was. Also wenn mein angelegtes Vermögen 3% Zinsen bekommt, dann wirkt auch da das exponentielle Wachstum natürlich nicht ganz so schnell, aber es wirkt. Und es gibt aber nicht nur das exponentielle Wachstum bei der Geldanlage, oder? Ja, genau, Tanja. Und da kann man sich vielleicht auch dann nochmal vorstellen, so im wahren Leben, was das dann ist mit dem diese Beschleunigung, dieses exponentielle Wachstum. Es gibt ein quadratisches Wachstum, das hat von der Wucht deutlich weniger, aber das ist dann beispielsweise bei einer Beschleunigung so. Das war dann Physik. Jetzt, wo wir schon bei der Schule sind, mit Mathe und Bio, sind wir in Physik. Dann mochte ich auch die nicht so richtig. Aber das Thema Beschleunigung. Stell dir einfach mal vor, wir gehen gemeinsam ins Schwimmbad und haben so irgendwie 1 Meter Sprungbrett, 3 Meter Brett, 10 Meter Brett. Und dann wissen wir ja, wenn wir vom 1 Meter Brett ins Wasser tauchen, das ist eine relativ angenehme Geschwindigkeit. Im 3 Meter Brett komme ich schon mit mehr Geschwindigkeit rein ins Wasser. Und bei 10 Meter habe ich schon eine ganz schöne Geschwindigkeit erreicht. Da muss ich echt aufpassen. Da tut der Bauchplatscher ganz schön weh, der Wucht, wo ich da dann aufplatsche. Und schon das ist ja beeindruckend mit 1, 3 und 10 Meter Brett und dass die Geschwindigkeit dann schneller wird beim quadratischen Wachstum. Und das exponentielle Wachstum ist einfach noch viel, viel stärker. Also so ein Sprungbrett müssen wir erstmal finden. Man schreibt ja Albert Einstein, wenn ich mich recht erinnere, die Aussage zu, dass der Zinseszins das 8. Weltwunder sei. Und auch Warren Buffett hat gesagt, es ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Geldanlage. Würdest du ihm denn da zustimmen? Und zwar mit vollster Überzeugung, ja, Tanja. Wir haben ja eigentlich darüber schon oft bei unserem Podcast geredet mit dem Thema, wie vermehre ich mein Vermögen und ich brauche längere Zeit. Und der Zinseszins war da immer im Hinterkopf und der hat eine unglaubliche Kraft. Und deshalb bin ich so froh, dass wir jetzt auch darüber reden. Wenn ich mir jetzt selbst so eine Grafik anschaue, die ich selbst immer wieder auch ausrechne und mir dann mal anschaue und ich rechne da den Zinseszinseffekt, dann habe ich mit einer Einmalanlage einfach am Anfang eine harmlose, so ganz leicht steigende Linie. Mein Geld wird mehr. Und in dieser Grafik, damit ihr das auch alle versteht, in dieser Grafik stelle ich dar, wie sich mein angelegtes Geld im Zeitablauf entwickelt.
Also beispielsweise mit dem Zinssatz von 3%. Und mit den Jahren wird diese Linie, die da so leicht ansteigt, immer steiler und steiler und die schießt dann so richtig nach oben. Und jedes Mal, wenn ich mir so eine Grafik anschaue von Wachstum, von so exponentiellem Wachstum, dann staune ich über dieses achte Weltwunderzinseszins. Und man muss dann einfach ganz klar sagen, im Laufe der Jahre rollt dieses Vermögenszuwachsrädchen immer schneller, wenn ich den Zinseszinseffekt wirken lasse. Und jetzt müssen wir uns vielleicht nochmal genauer anschauen, wie das dann eigentlich funktioniert. Denn das klingt ja nach einem richtig guten Weg für uns Anlegerinnen, zusätzlich Vermögen aufzubauen. Welche Faktoren muss ich denn dabei beachten? Also damit der Zinseszins überhaupt kommen kann, heißt es, ich muss die Zinsen liegen lassen. Sobald ich anfange und sage, also ich habe eine Geldanlage, die Zinsen nehme ich raus, von denen kann ich mir schöne Dinge leisten, dann ist es vorbei. Also Vermögen liegen lassen, dann nur kann der Zinseszinseffekt überhaupt wirken. Und dann sind es noch zwei weitere Faktoren. Nämlich zum einen ist es, wie hoch ist mein Zinssatz? Und zum anderen ist es die Frage, wie lange lasse ich mein Geld liegen? Und kannst du uns diese beiden Faktoren noch mal ein bisschen detaillierter erklären? Ja, kann ich dann ja, wobei ich muss dann wieder aufpassen, dass ich mich nicht so sehr im Detail verliere. Aber das mit der Zinshöhe ist ja sowieso beim Geldanlegen ziemlich wichtig. Darüber haben wir ja immer mal wieder in unseren Folgen von Money on Her Mind geredet. Genau, auch wenn es darum geht, für welche Anlageklasse ich mich jetzt entscheide. Stimmt, ja, beispielsweise eben, dass Liquidität weniger bringt als Renten und Immobilien und Aktien im Durchschnitt am meisten, aber da ist das Risiko am höchsten. Da hast du vollkommen recht. Also ich muss dann schon darauf achten, dass die Rendite ausreichend hoch ist. Rendite und Zins muss man immer ein bisschen aufpassen, wobei in dem Zusammenhang ist es eigentlich gleichbedeutend. Also ich achte auf eine hohe Rendite, weil je höher die Rendite, desto stärker wirkt mein Zinseszinseffekt. Und es ist aber auch die Zeitdauer. Also der Zinseszinseffekt, ich habe es ja vorhin gesagt, bei der Grafik zuerst geht die Linie nur so leicht nach oben und der wirkt immer stärker, je mehr Jahre ich mir gönne. Das heißt dann ganz konkret, je früher ich anfange mit Geld anlegen, je länger ich Zeit habe, desto mehr wirkt mein Zinseszinseffekt. Und es ist tatsächlich so, dass beim Zinseszinseffekt, es geht ein paar Jahre, bis ich mein Vermögen verdopple, je nach Zinshöhe. Bis zur Verdreifachung brauchst du schon weniger Zeit, Vervierfachung dann nochmal weniger Zeit. Also die Wucht wird immer stärker. Und jetzt hatten wir ja vorhin schon über die 1.000 Euro, die ich dir leihe, gesprochen, Gabriele. Hättest du nochmal so ein ganz praktisches Rechenbeispiel für uns, um das Ganze zu veranschaulichen? Das habe ich gern, weil ich habe jetzt gerade echt ein schlechtes Gefühl, wenn ich da irgendwie Geld von dir aus... Komm, wir machen es mal lieber mit der Bank. Also wir legen Geld an bei einer Bank für, sagen wir mal, 1.000 Euro, Zinssatz 3%. Und wir lassen die Zinsen beim Vermögen liegen, also wir entnehmen sie nicht. Dann habe ich nach ziemlich genau 24 Jahren schon mal doppelt so viel Geld. Also 2.000 Euro statt am Anfang 1.000 Euro mit den 3%. 24 Jahre. 14 Jahre später, also nach 38 Jahren, haben wir das Geld schon verdreifacht. Und wenn wir sagen, ich hätte sogar gerne Vervierfachung von dem Vermögen, dann muss ich noch nicht mal mehr 10 Jahre warten. Also am Ende 47 Jahre, dann habe ich das Vierfache. Und wenn wir jetzt so eine Zuhörerin da haben, die 20 Jahre alt ist, legt jetzt 1.000 Euro an mit 3% Zinsen. Wir haben gesetzliche Rente, Renteneintrittsbeginn ist ja irgendwie 67 und dann hätte ich mein Geld vervierfacht und wenn das dann nicht nur 1.000 Euro sind, sondern deutlich mehr, dann ist das schon cool, wenn ich sage, guck an, ich habe das vervierfacht einfach dadurch, dass ich dann die Erträge liegen habe lassen und der Zinseszinseffekt gewirkt hat bei 3%. Und nur mal so zum Vergleich, wie wäre das denn, wenn ich diese Zinsen jetzt immer entnommen hätte von dem Geld, also nur mit dem Zinseffekt dann? Und das wäre dann wieder ernüchternd. Also der Zins ist ja auch schon gut oder die Rendite, die ich kriege. Mhm. Aber wenn ich die rausnehme, dann hätte ich, wenn ich jetzt einfach die Zahlen mal anschaue, dann hätte also diese 20-jährige Zuhörerin im Alter von 67 aus den 1.000 Euro gerade mal 2.410 Euro gemacht. Und das ist dann das 2,4-fache und nicht das Vierfache. Und auch da gilt, und je länger die Zeit, desto stärker ist der Unterschied. Also auch da sieht man, warum Einstein über das achte Weltwunder geredet hat. Ja, das ist wirklich ein Riesenunterschied.
Aber kann man das auch andersrum betrachten? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt zu Beginn meiner Rente einen Betrag X auf dem Konto haben, wie viel muss ich dann anlegen? Ja, kann man. Ich habe da extra mal eine Excel-Datei gebaut, in der ich das ausrechnen kann. Die habe ich jetzt gerade vor mir liegen. Sagen wir mal, da ist jetzt jemand 20 Jahre alt. Du bist 20 Jahre alt, Tanja? Nicht sein Geld. Das ist schon ein paar Tage her. Hey, aber aussehen tun wir beide, ja. Nein, also, du legst dein Geld für 47 Jahre mit 3% Zins an, also gerade dieses dann im Rentenalter. Wie viel Geld würdest du haben wollen? Was nehmen wir? Ach ja, nehmen wir doch mal 1 Million, oder? Also es ist doch ein Betrag, mit dem sich gut rechnen lässt, oder? 1 Million ist gut, genau. 1 Million ist gut, tippe ich mir mal schnell ein. Und also 3%, 47 Jahre, 1 Million. Und dann müsstest du jetzt 250.000 Euro anlegen und dann hättest du die 1 Million. Und 250.000 Euro ist natürlich viel, aber 1 Million ist noch viel, viel mehr. Und genau diese gewünschte Vervierfachung wäre dann da. Das stimmt, aber auch die Zuhörerin, auch wenn sie jetzt 20 sind, nicht gerade 250.000 auf dem Konto rumliegen haben, ist das auch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Hauptsache, man fängt überhaupt an, oder? Oh ja, da hast du recht. Und ich muss ja auch nicht immer nur mit einer Einmalanlage arbeiten, sondern ich kann ja auch regelmäßig investieren und dann wird es ja zusätzlich zum Zins- und Zinseszinseffekt mehr, weil ich regelmäßig noch was dazu spare. Genau, und gerade auch unsere Einkommen, die entwickeln sich ja auch im Laufe der Jahre erst. Das heißt, dann kann man vielleicht mit einer kleinen Sparrate anfangen und kann das dann sukzessive steigern, wenn man auch in der Karriere weiter voranschreitet. Stimmt, da hast du recht. Also erstens mal Inflation, die die Gehälter normalerweise höher macht und dann noch die Karriere, das mehr Geld verdienen. Also Tanja, nicht, dass sich da jetzt jemand Sorgen macht. Da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten und das ist ganz normal, dass man nicht mit der Einmalanlage allein sein Vermögen dann zusammenkriegen muss. In unseren letzten Folgen haben wir ja auch immer wieder auf die verschiedenen Assetklassen geschaut. Gibt es denn da auch Unterschiede zwischen den Anlageklassen in Bezug auf den Zinseszins, Gabriele? Natürlich. Und natürlich, wenn ich mal wieder meine Zahlen rauskram aus meinem Gedächtnis, wenn wir über Liquidität reden, also so dieses schnell täglich verfügbare Geld, das sagen wir ja so auf Sicht der nächsten 10 oder vielleicht auch deutlich mehr Jahre, um die 2%. Bei Rentenanlagen, also Schuldverschreibungen, Anleihen, Zinspapiere, da kriege ich um die 3%. Bei Immobilienanlagen auch, beispielsweise Immobilienfonds. Und für Aktienfonds erwarte ich ja sogar im Durchschnitt über die nächsten Jahre, Jahrzehnte um die 6%. Und Liquidität, vielleicht dann auch nochmal der kurze Ausflug für ein Tagesgeldkonto, so viel mehr als 1-2% kriegt man da ja auch nicht. Also das ist, glaube ich, schon dann ganz realistisch. Und das macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt 1% auf meinem Tagesgeldkonto habe, 3% für so einen soliden Rentenfonds oder 6% für einen weltweit gestreuten Aktienfonds. Also wenn du da gerade eben gesagt hast, du willst 1 Million haben, das geht mit einem Aktienfonds im Normalfall dann schon deutlich schneller, als wenn du das einfach nur auf dem Tagesgeldkonto machst. Genau, lass uns da vielleicht nochmal kurz bei den Zahlenbeispielen bleiben und nochmal genau auf das Thema Rendite schauen, warum das so wichtig ist, damit der Zinseszins seine Wirkung entfalten kann. Oh ja, sollen wir mal kurz vergleichen? Ich habe mit meinem Maschinchen vorhin schon mal ausprobiert. Also Verdopplung bei 1%, was ich vielleicht jetzt so auf einem Tagesgeldkonto kriege, 3% oder 6%. Wenn ich 1% Zins kriege, brauche ich 70 Jahre, bis mein Vermögen verdoppelt ist. Bei 3% geht es nur 24 Jahre und bei 6% sind es sogar nur 12 Jahre. Wahnsinn, oder? Und das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Boah, brutal. Und da ist es schon viel, aber für die Vervierfachung, das ist ja das Thema exponentiell, es ist nochmal viel, viel mehr. Für eine Vervierfachung brauchen wir, wie alt wollen wir werden, Tanja? Wollen wir bei 1% 140 Jahre? Bei 3%. Das schaffen wir nicht mehr ganz. Genau, da kann die Medizin machen, was sie will. Also 140 Jahre, müssen wir dann schon ein paar Nichten, Neffen, Kinder, Enkelkinder haben. Also 140 Jahre bei 1%, bei 3% sind 47 Jahre, über die hatten wir ja vorhin schon geredet, und bei 6% sind es nur 24 Jahre. Vervierfachung. Und das wird dann schon wieder überschaubarer. Und wie? Oder das geht relativ schnell rum, so ein Vierteljahrhundert. 24 Jahre Vervierfachung bei 6% Rendite. Da merkt man echt, was es für einen Unterschied macht. Aber jetzt würde ich mir das Ganze gerne mit dir nochmal durch die volkswirtschaftliche Brille anschauen.
Wir reden ja oft auch über Märkte und auch über eine gewisse Unsicherheit, die es da manchmal geben kann. Und diese Renditen, diese 1, 3 und 6%, von denen du gesprochen hast, die sind ja nicht garantiert, beziehungsweise können die ja auch im Laufe der Zeit schwanken. Oh, das ist gut, dass du darüber redest, Tanja, ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Was ich jetzt mit meinem Rechenmaschinchen, mit meiner Excel-Datei da ausgerechnet habe, ist natürlich nicht garantiert und auch nicht sicher. Und die 6% bei Aktien, die wir im Durchschnitt erwarten, kriegen wir nicht für einzelne Jahre. Also das ist alles beispielhaft. Auch die Renditen, das sind Annahmen. Und wie es dann tatsächlich in der Realität mit dem Geld läuft, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist klar. Die Welt dreht sich immer anders. Aber das, was ich so im Durchschnitt für die nächsten Jahre berechnet habe, was ich erwarte, das halte ich für wahrscheinlich. Also für durchaus erwartbar. Und am Ende muss ich einfach sagen, ich brauche schon eine höhere Renditeerwartung, wenn ich ein höheres Vermögen am Ende haben möchte. Die Renditeerwartung ist dann auch ein gutes Stichwort, weil da muss ich auch nochmal in Achtung setzen, je höher die erwartete Rendite ist, desto höher ist auch das Risiko. Und das heißt erstens mal, die Schwankungen sind stärker und auch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht dann doch ein Verlust eintritt, ist dann auch höher. Und deshalb muss man aufpassen. Muss man auch immer sagen, alles, was wir jetzt hier in das Zahlen gebracht haben, ist dann doch in der Realität nicht so ganz sicher. Und ich möchte noch eins dazu sagen, auch nie vergessen, das immer wieder zu erwähnen, wenn euch jemand bei einer Geldanlage deutlich mehr als 6% an jährlicher Rendite verspricht, also das, was ich so dauerhaft für Aktien erwarte, dann würde ich persönlich echt misstrauisch werden. Und ich sage immer, eine gute Mischung aus Aktien, Renten, Immobilien, also Immobilienfonds, finde ich weiterhin am sinnvollsten. Und gerade dann eben mit Blick auf den Zinseszinseffekt. Und jetzt sagst du schon eine gute Mischung. Kannst du uns denn auch verraten, welche Anlagestrategien sich eignen, um den Zinseszinseffekt zu maximieren oder am besten für sich zu nutzen? Oder gibt es da bestimmte Assetklassen oder Methoden, die besonders effektiv sind? Das ist eine gute Frage, Tanja. Wenn ich jetzt deine Anlageberaterin, also ich bin halt doch nur Volkswirtin und keine richtige Beraterin. Und wir dürfen ja nicht vergessen, welche Anlageklassen und Methoden besonders effektiv oder passend sind für eine Frau oder für einen Mann. Das kommt ja immer darauf an, wie wir selbst gestrickt sind, wie viel Geld wir haben, wie unser Einkommen. Also da würde ich jetzt mal sagen, das besprecht ihr lieber mit euren Beraterinnen und Beratern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist, je länger ihr Zeit habt und je höher eure zu erwartende Rendite ist, desto einfacher ist es, dass ihr auch ein bestimmtes Vermögen erreicht, ohne dass ihr euch in der Gegenwart ganz arm spart. Und jetzt haben wir ja eigentlich nur über die positiven Seiten des Zinseszinseffekts gesprochen. Ich bin aber neugierig, kann er sich in bestimmten Situationen oder Marktumfeldern auch negativ auswirken? Das kann er tatsächlich, Tanja. Zum einen, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit Negativzinsen. Und wenn ich einen Negativzins habe, geht das auch abwärts exponentiell, was irgendwie gruselig ist. Mhm. Das war schon mal ziemlich komisch in der Phase, wobei die Phase ist ja zum Glück vorbei. Aber wir haben es ganz praktisch im Leben, nämlich bei der Inflation. Also die Inflation wirkt gewissermaßen wie ein negativer Zins. Sie frisst mir Kaufkraft von meinem Vermögen weg. Und je länger die Inflation von meinem Vermögen wegfrisst, desto steiler geht die Kurve nach unten. Und das bedeutet umgekehrt auch, wenn ich Geld anlege, ich muss immer an die Inflation denken. Also wenn wir für die Zukunft so 2%, vielleicht sogar ein bisschen mehr Inflation erwarten, heißt das, ich muss mit meinem Vermögen, mit der Rendite auf jeden Fall über der Inflation sein. Und je höher ich über der Inflation bin, desto mehr kann der Zinseszinseffekt dann wieder für mich wirken. Und das heißt, ich brauche einfach eine gute Mischung aus Renten, Immobilien und Aktien, damit ich deutlich über die 2% komme. Und könntest du das Ganze für uns abschließend noch mal ein bisschen zusammenfassen? Warum lohnt sich der Zinseszins für uns Anlegerinnen besonders, wenn wir es schaffen, die Inflation zu schlagen? Und wie können wir ihn bestmöglich zu unserem Vorteil nutzen? Am besten ist es, wenn wir möglichst früh anfangen. Und das sage ich zu unseren jungen Zuhörerinnen und Zuhörern, aber ich sage es auch zu denen, die vielleicht schon so alt sind wie ich oder noch ein bisschen älter. Also auch da jetzt anfangen, damit wir möglichst viel Zeit haben. Das ist das eine. Ein gewisses, erträgliches Risiko wagen, damit die Rendite einigermaßen hoch ist. Das sind auf jeden Fall zwei wichtige Faktoren. Und wir hatten ja vorhin schon kurz drüber geredet, Tanja, auch nicht vergessen,
Spart am besten regelmäßig und legt jeden Monat was drauf, also so ein schöner Sparplan. Dann habt ihr auch darüber nochmal was, was euer Vermögen dauerhaft wachsen lässt. Und mit so einem Sparplan, mit einer guten erwartbaren Rendite und möglichst schnell jetzt anfangen, da habt ihr echt eine Chance, dank des Zinseszinseffektes ein schönes Vermögen zusammenzukriegen. Ja, vielen lieben Dank, Gabriele, dass du uns heute nochmal so ein bisschen die Basics der Geldanlage näher gebracht hast. Wir haben also gelernt, mit dem Zinseszins können wir noch mehr aus unserer Anlage machen, wenn wir die Zinsen liegen lassen und vor allem auch, wenn wir möglichst regelmäßig und über einen langen Zeitraum investieren. Wir hoffen, dass ihr auch wieder das ein oder andere mitnehmen konntet heute. Und wenn es ein Thema gibt, von dem ihr meint, dass das unbedingt mal in unserem Podcast aufgegriffen werden sollte und erklärt werden sollte, oder es was gibt, was ihr nicht versteht, dann schreibt uns jederzeit gerne eine E-Mail an podcast@deka.de. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal in 2 Wochen wieder reinhört. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.